Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind immer noch in der Silph-Co. Und sind auf dem Weg zum Boss. Oder auch nicht, oh. Ah, doch, sind wir. Ja, okay, das ist doch der richtige Weg. Ich dachte gerade, hä, was, wie, was, hä? Aber okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Pokémon sind aufgefüllt und hier ist noch Gary. Beziehungsweise Triple's Question Mark. Was hat die aufgehalten? Und ja, ja, ich wusste, du wolltest hier vorbeikommen. Ich schätze, dass die Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Saphronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Ja, das bin ich. Definitiv. Darauf kannst du... Weiß nicht. Irgendwas wetten. Er hat auch schon Tauboss, okay. Ui. Gut, dass wir Dragonier am Anfang haben. Einfach Donner rein. Wird's treffen? Ey, das geht heute. Das geht ganz schön oft daneben, merke ich gerade. Also viel zu häufig. Das ist echt nicht nett. Aber okay. Okay. 40 Damage dürfte es noch nur bestimmt nicht mehr aushalten. Komm. Drachenmut müsste ausreichen, bitte. Please. Nice, sehr geil. Okay. Tauboss besiegt. Dragonair Level 37. Schön. Gyarados. Gegen Gyarados muss ich Dragonair eigentlich drin lassen wegen Donner. Aber ich werde vorher einmal einen Hypertrank einsetzen. Beutel. Ein Hypertrank. Anders würde Dragonair das, glaube ich, nicht mehr überleben. Ich weiß nicht, wie schnell Gyarados ist, ist das Ding. Windhose. Oh, ist sogar effektiv. Stimmt, Drache. Aber Donner ist auch doppelt effektiv. Okay, Dragonair wäre sogar schneller als Gyarados, alles klar. Gut zu wissen. Es ist ein... Was? Okay, das ist nicht One-Shot, das wundert mich gerade ein bisschen, aber okay. Der Drachenwut ist nicht mal effektiv. Es ist zwar eine Drachenattacke, aber es macht nur 40 Damage. Es gibt kein effektiv oder nicht effektiv, glaube ich. Also zumindest kein effektiv. Nicht effektiv weiß ich nicht. Ein Fukano. Da wechseln wir doch gerne auf Turtok. Das ist noch kein Arcanias, das wundert mich ein bisschen. Hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, dass er mittlerweile immer ein Arcanias hat. So, weißt du, es braucht einen Feuerstein. Den hätte er bestimmt schon safe haben können. Surfer. Ah, schön. Ja, dadurch, dass Fukano nur die erste Entwicklung ist, hat es halt wenig KP, wenig Verteidigung und so. Und Surfer besiegt es halt einfach instant. Okay, Zeit für dich, Tauboss. Gegen Bisaflo. Oh, Level 40 ist es schon. Eieiei. Aber Tauboss ist schneller und ist effektiv. Es macht aber nicht mehr so viel Damage. Wow. Hätte ich mehr von erwartet irgendwie. So. Also mehr Damage erwartet. Aber naja. Okay. Schlafpuder. Oh. Ich glaube, ich setze einen Hyperheiler ein. Ich meine, einmal werden wir jetzt eh getroffen, definitiv. Dadurch, dass wir halt schlafen müssen. Eine Runde. Also ist ein Hyperheiler, glaube ich, keine schlechte Idee. Wow! Okay. Okay, Volltreffer war das eben, aber trotzdem. Wow. Das war für Rasierblatt, dafür, dass die Attacke nicht effektiv ist. Krasser Damage. Simsala. Zeit für Gengar. Hoffentlich ohne, dass Gengar stirbt. Ich werde auch eine Hypnose einsetzen, glaube ich. Das glaube ich. Ja, doch, doch. Hypnose. Es trifft nicht. Ich werde nicht mehr. Aber er setzt zum Glück nur Seher ein. Nochmal, komm. Danke. Aber Seher ist ja auch Psycho, ne? Kann Seher effektiv sein? Oder ist es genauso wie Drachenwut, dass es nicht effektiv, aber auch nicht nicht effektiv sein kann? Ich weiß es nicht. Oh, schade. Was, One-Shot? So ein Simsala ist auch ein cooles Pokémon, aber
Für mich wäre es nichts. Es ist nicht... es kann, wie es aussieht, auch nicht effektiv sein. Also nicht effektiv, aber auch nicht effektiv. Wenn man versteht, was ich meine. Gänge Level 37, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mann, du bist so... Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket was antreten kannst. Ja, das mache ich auch. Lucia, ich erzähle dann mal weiter. Wenn ich den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen. Dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Lucia. Ich trainiere schon weiter. Also und trainiere schon weiter. Ciao. Ah, oh, du bist kein Rocket, du bist kein Rocket? Kommst du, um uns zu retten? Klasse, vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Stimmt, wir haben Lapras erhalten. Ich wusste doch, wir kriegen Lapras von hier irgendwo. Lapras irgendwo hierher. Das heißt, Lapras ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Okay. Wie gesagt, ich wusste, okay, wir kriegen hier Lapras. Ich wusste nicht mehr, woher. Oh, Trainer. Halt, keinen Schritt weiter. Okay. Dragosso. Ja, das wird... Nach dem Kampf von gegen Gary eben wird das hier... Alles easy. Oh. 30 KP nur noch. Ups. Aber fast ein One-Shot schon. Oh, Kacke. Oh. 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 Dass das nur zweimal trifft. Wie kann man denn so viel Luck haben, ey? Ein Knogger. Komm, wir wechseln vorsichtshalber mal auf Turtok. Turtok ist auch stark gegen Boden-Pokémon. Und, na, Level 37. Könnte es vertragen, würde ich sagen. Das wäre schon ganz nice. Also, ich muss aufpassen, weil hier Gary, also drei Fragezeichen, hatte sehr, sehr starke Pokémon schon, so vom Level her. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr leveln, glaube ich. Obwohl ich halt echt eigentlich schon ganz gut trainiere. Ich versuche, jeden Trainer mitzunehmen. Gut, wir haben hier jetzt einen Trainer, glaube ich, ausgelassen in der ganzen Silpco. Gut, wir haben den Fahrradweg nicht gemacht. Aber das wäre halt auch... Nee. Ich glaube mittlerweile jetzt sowieso wäre das kein krasses Training mehr, weil die Pokémon da wahrscheinlich auch nur so 26 oder so sind. Da alles nur Smogons und Slimer und so. Bitte verschone mich. Niemals. Deswegen... Also krasses Training wäre es, glaube ich, nicht. Deswegen lassen wir das auch einfach. Zuerst mal einen Hypertrank für Dragonier. Dann setzen wir, glaube ich, nochmal einen Hypertrank für Tauboss ein, weil ich glaube, wir müssen gegen den Rocket-Boss antreten. Ich bin mir aber nicht so sicher. Und komm, den letzten Supertrank nochmal für Gengar. So. Türöffner. Hey. Na, Lucia, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich für alle Male aus den Geschäften Erwachsener heraus, oder du lernst eine Welt voller Schmerz kennen. Okay, wir müssen gegen ihn antreten, jupp. Alles klar. Nidorino. Nidorino ist doch Boden, oder nicht? Nee, war nicht. Nidoking ist Boden. Oder? Oh, wieso vergiftet eigentlich immer alles? Ich habe das damals nicht so krass in Erinnerung. Oder von damals ist jede verdammte Attacke irgendwie vergiftet oder paralysiert oder verbrennt oder so. Also dass das so häufig vorkommt. Schon wieder? Ja, das kann doch nicht sein, oder? War das schon immer so heftig? Ich kann mich daran echt nicht erinnern, dass es so heftig war. Schon immer. What the fuck? Okay, Nidoqueen. War Nidoqueen Boden? Ich weiß nicht, aber Nidoqueen ist auf jeden Fall Gift. Also hauen wir einfach mal Nidoking raus und setzen einen Schaufler ein. Wir hätten auch Smetbo einsetzen können. Alter, Level 41. Wir sind ein bisschen underleveled, ne? Wo geht eigentlich? Dafür, dass wir halt 6 Pokémon trainieren? Geht das fit? Würde ich sagen. Oh. Oha. Ich hab mehr Damage erwartet.
von Schaufler. Aber bei Nidoqueen sieht Nidoking wohl schwach aus. Ja. Alter. Ich glaube aber, eine Hornattacke dürfte gleich regeln, oder? Warum hast du denn Doppelkick, Nidoqueen? Hat doch irgendwas krasseres. Das ist doch safe irgendeine krassere Attacke. Ja. Hornattacke regelt, alles klar. Ein Volltreffer noch, okay. 1700 Erfahrungspunkte. Alter, ein Kagama. Da bleibt Nidoking drin. Kagama ist normal. Soweit ich das jetzt weiß. Doch, dürfte normal sein. Nidoking, dein Damage enttäuscht mich gerade. Na gut, er hat auch echt harte Tank-Pokémon, die viel KP und so halt haben auch. Deswegen wundert mich das eigentlich doch eher weniger, dass wir gerade relativ wenig Damage machen. Aber es ist ja ausreichend, sag ich mal. Warum hast du den Routenschlag? Was ist denn mit dir? Ey, jetzt mal im Ernst, warum macht er denn die ganze Zeit Routenschlag? Kann ich nicht warum? Warum macht er nicht eine Attacke? Also eine richtige Attacke, die Damage zufügt. Ja, 37, sehr schön. Als nächstes noch ein Rihorn. Ja, Turtok würde ich sagen. Ich hätte auch Dragonier einsetzen können, aber Dragonier ist gerade vergiftet und schon low. Das wäre, glaube ich, ein bisschen fatal. Vielleicht. Er hätte fatal enden können. Und Turtok gibt alles und böllert Rihorn einfach One-Shot weg. Das ist geil. Na, wieder verloren. Tja, kannst du sehen. Verdammter Mist. Du hast unsere Übernahme des Cisco vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Lucia, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Nein, wird sie nicht. Hey. Ich danke dir für die Rettung des Cisco. Safeco. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier etwas für dich. Nein, den brauche ich nicht. Du kannst gerne mir irgendwas anderes geben. Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon im ersten Versuch fangen. Wäge jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Ja. Wir danken für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet, danke. So, von ihr kriege ich nichts mehr. Nett. Sehr, sehr nett. So, Steam Rocket ist jetzt komplett weg hier, ne? Ja, genau, okay. Ich gehe mal vorsichtshalber nicht, dass hier Dragonier noch abkratzt, sag ich mal. Gehe ich mich nur mal schnell heilen. Dann muss ich auch nicht gleich nochmal ins Pokémon Center. Was? Oh. Okay, wir müssen nochmal ins Pokémon Center. Nein, ja. Oh. Erdgeschoss. Ja. Und ab ins Pokémon Center. Ich weiß nicht, ob Dragonier das überlebt. Dass die Musik von Team Rocket da immer noch spielt, ey. So, wir haben ja draußen ja jetzt neue Trainer, ne? Oder neue Menschen, mit denen wir reden können. Cool. Ah, Dragonier hat's überlebt. Sehr schön. So, und ich würde sagen, wir gehen schon mal in die Arena, ja. Können schon ein bisschen was machen. Zeit haben wir noch genug. Genug. Und schönes Training für Gengar wird das. Das wird sehr, sehr schönes Training für Gengar. Bodeskill, Silfco stand auf jeden Fall. Wer? Hier ist auch noch wer, okay. Nun kommen auch wieder Touristen aus Sofronia. Cool. Ich geh nochmal, glaube ich, ein paar Items kaufen. Rush, die Rocket ist vor, jetzt fühlt man sich hier auf der Straße wieder sicher. Jo. Kein Ding. Ich flog mit meinem Daubers hierher, nachdem ich von Silfco gelesen hatte. Ist schon alles vorbei, na toll, da habe ich wohl das Beste verpasst. Naja, so krass war es nicht. Kaufen. Ich hätte gerne erstmal noch ein paar Beleber. 5000, ey. Noch ein paar neue Hypertränke. Hyperheiler haben wir. Ja, noch genug, komm. Dann gucke ich nochmal nach, was ich so verkaufen kann. Haben wir noch ein bisschen hier X-Spezial. Braucht kein Mensch. Fluchtseil braucht man nicht. Kann ich hier auch eigentlich sortieren? Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, wir haben echt viel Kram noch gefunden. So Zink, Carbon, ganz viel. Das heißt ganz viel, aber wir haben einiges bekommen.
würde ich mal meinen. Okay, auf in die Arena. Hey, warte, du Schäbisch B. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von psychischen, physischen Kräften. Kampf-Pokémon und sind Psychokinese nicht gewachsen. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Ja gut. Kann man nicht hier eigentlich... Ja, man kann hier sogar unter den Trainern langgehen. Man muss die nicht mal machen. Das ist echt ein Ding, ey. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Trainerleiterin. Wir lassen dich nicht einfach so hier zu ihr gehen. Mann, reden kann ich nicht mehr. Sogar Gengar dürfte das eigentlich schaffen. Psst, Fleckmon. Psycho Maximilian. Alles klar, cool. Hey Maxi, was geht ab? Namensvetter. Haha, cool. Warte mal. Sollte Gengar nicht mit Level 35 Spukball lernen? Leute, warte. Das gucke ich nach. Hey, Level 35. Nein, ich wollte nicht Skype öffnen. Fuck, jetzt habe ich Skype geöffnet. Gengar sollte doch. Hier, die Slimeock-Seite kann ich mal löschen. Slimeock will ich nicht mehr. Künstlerpause. Nee, 45. Okay, ich wollte gerade sagen, ey. Ich wollte Skype nicht öffnen. Skype beenden. So, sorry. Ich muss Skype mal aus meiner Taskleiste rausnehmen, ey. Mit Level 45 erlernt Spukball, okay. Ich dachte gerade, hä? Weil mir gerade aufgefallen ist, okay, Gengar hat immer noch nur Finsterfaust. Und kein Spukball. Bis Level 37? Hä, warte mal, was? Ja, geht das hin? Nein. Aber doch, tut's. Wow. Gengar hat trotzdem ein paar Probleme hier, ne? Werden auf jeden Fall, glaube ich, noch einmal mindestens abhauen müssen hier. Was? Als ob? Oh, Mann. Stimmt, hat hier auch irgendwer ein Gift-Pokémon. So, wo ich nochmal Traumfresser einsetzen kann. Damit ich meine KP auffülle. Wir müssen, glaube ich, nochmal abhauen. Wir müssen nochmal ins Pokémon-Center gehen wahrscheinlich. Ich habe die Konzentration verloren. Tja, Maximilian. Das ist unlucky. Ja, ins Pokémon-Center auf jeden Fall nochmal. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Okay. Nebulak. Gegen Nebulak kommt Traumfresser ran. Hypnose. Ja, nice, trifft. Sehr schön. Das heißt, Gengar wirklich wieder fast voll KP sein, schätze ich. Okay, gegen Nebulak die KP absaugen. Ich weiß ja nicht, wie viel Traumfresser dir gibt. Die Hälfte ist safe nicht, oder? Ich glaube nicht die Hälfte der KP, der abgezogenen. Jawohl, bei 31 KP könnte bei Nebulak hinkommen, oder? Weiß es nicht. Nicht ganz, glaube ich. Ah, ich weiß nicht. Weiß nicht. Finsterfaust. Bumm. Finsterfaust ist auch One-Shot. Gengar erreicht Level 38. Zack. Nice. Sehr schön, Gengar. Sehr, sehr schön. Und ein Alpollo. Da werde ich nochmal Hypnose und Traumfresser machen. Definitiv. Sehr schön. Trifft sogar. Das ist geil. Du könntest übrigens schon Gengar haben. Eigentlich drei. Aber okay. Traumfresser dürfte auch One-Shot machen, oder? Ja, alles klar. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir einen Kampf gleich noch machen könnten. Weiß nicht. Exorzistin Pandora. Ich habe nun doch verloren. Tja. Ja komm, einen Kampf machen wir noch. Kannst du noch eine Minute, aber egal. Machen wir unsere Psy-Kräfte Angst? Nein, die machen mir keine Angst. Alex. Ein Kadabra von Alex, okay. Ja, vier Pokémon, okay, vielleicht wird das doch nichts mehr mit. Ich meine, wir machen das jetzt in dem Part noch zu Ende, aber hätte ich ihn doch nicht mehr anfangen sollen. One-Shot, Alter. Noch ein Fleckmon, Alter. Die Leute immer mit ihren Fleckmons. Ist ja unglaublich.
Dass das kein One-Shot ist, ne? Dass ein Flagmon kein One-Shot ist, das ist ein Ding. Finsterfaust wurde blockiert, das finde ich nicht okay. Das finde ich tatsächlich nicht ganz okay. Aber okay. Wie oft habe ich jetzt gerade okay gesagt? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt mit Stärke arbeiten. Ja, ist auch guter Damage. Zauberblatt? Lull. Warum? Warum ist ein Zauberblatt ein? Solltest du wissen, das war sogar ein Faultreffer. Faultreffer. Volltreffer. 13 Damage von Volltreffer. Alter. Krass. Und noch ein Kadabra. Ein Finsterfaust ist noch blockiert. Das ist unlucky. Machen wir eine Hypnose, komm. Und hoffen, dass Finsterfaust sich jetzt nach der Runde wieder entblockiert. War doch Finsterfaust, oder? Ja, nice. Finsterfaust ist nicht mehr blockiert und one-shotted das Kadabra. Geil. Dieser Atmer gerade. Ist natürlich keine Luft mehr bekommen, ey. Gengar Level 39. Abgangsbund. Abgangsbund ist eine Attacke, die wird immer, wenn Gengar besiegt wird, wird das Gegner-Pokémon, glaube ich, auch besiegt, oder? Nach ein paar Runden oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube es nicht, ich habe verloren. Tja. Gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!